So. Er hat mich angegriffen! So, wo ist denn hier noch einer? Fort ist er. So. Lass mal die Tankstelle in die Luft fliegen. So, wo sind sie denn, die Arschgeigen? Ja, ihr seht mal wieder, es geht wieder mal nicht. Es ist zum Kotzen. So, der Typ ist platt. Hallo. Hallo. So, wo ist er? Position halten! So. Halt Kontakt, ich greife an! Hä? Der Supersprinter mal wieder, oder was? Ich bin drin. Helmon, er muss hier irgendwo sein. So, was haben wir denn noch hier alles? Schön rumliegen. So. Reifenwechsel werden hier gemacht. Reifenwechsel. Guckt euch mal an. So, die Kamera ist aus. Guten Tag. So. Aus. So. So, finde immer in der Tankstelle.
So, was haben wir denn noch hier? Haben wir noch irgendjemanden ohne Fahrschein? So. Alles mitnehmen, alles raus. So. Haben wir draußen noch was? Ja. Alles mitnehmen. Schön gemütlich. So. Habt ihr nichts dagegen, oder? Ja, das kann man wieder nicht mitnehmen. So. So. Ja. So. Oh, ist das schön. So, alles mitnehmen. So. So. So einfach mal während des Kampfs mal ja. So Scharfschützengewehr können wir mal gebrauchen. Okay. So. Ist da noch irgendwo was? Da liegt doch noch einer. Guten Tag. Ich surf das hier rum. Ja. So, Athletik erhöht. So. Hm. Finde Hellmann. Da wollen wir mal schauen, ob wir ihn finden können. So. Ja, dann schauen wir doch mal. Guten Tag. Waffenverkäufer. So, was haben wir hier? Okay. Hier ist auch nichts. Ja. Der sitzt da hinten gemütlich in seinem Räumchen und denkt sich, ja, lass hier da vorne mal ballern. So, können ja die ganze Bude zerlegen. Das stört mich doch nicht. So. Nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was zum Teufel machst du hier? Das ist meine Tankstelle. Mein Name ist Marty. Diese verdammten Anzüge sind reingestürmt, als wäre das ihr Laden. Haben alles genommen und mich hier eingesperrt. Du siehst nicht gerade beunruhigt aus. Nicht mein erstes Mal. Wenn sich der Staub gelegt hat, verschwinden die Probleme so oder so. Und ich? Ich klopfe mir den Staub ab und gehe zurück an die Arbeit. Ja, so, dann machen wir mal BD. BD. Mal C. Hast du Hellmann gesehen? Ich habe einen Mann dabei, den ich suche. Zivilist, du musst ihn gesehen haben. Mhm.
Bin ja nicht blind. Wo halten Sie ihn fest? In der alten Garage. Wahrscheinlich in der oberen Etage. Danke. An deiner Stelle würde ich eine Weile hier bleiben. Das habe ich auch vor. Jo, super. Ich weiß, wo Sie Hellmann festhalten. Ich gehe rein. Okay, ich gebe dir Deckung. So. Was? Liegt hier noch was rum? Was Interessantes? Halbes Hotdog. Ja. Verschlossen. So, was haben wir noch? Na. Das war jetzt nicht unbedingt leise, oder? Guten Tag. Hey, ganz ruhig. Wir müssen reden. Hey. Yorinobu Arasaka? Willst du mich zurückbringen, oder? Die erbärmliche Ratte kann sich nirgendwo mehr verkriechen. Keine Rettungsringe mehr. Stopf ihm endlich das Maul. Kein Fan, vermute ich. Er ist auch nicht gerade ein Fan von dir. Der Pisser weiß gar nicht, vor wem er mehr Angst haben soll. Vor dir oder Arasaka? Nimm's nicht persönlich. Du wolltest doch Takemura informieren, wenn du Hellmann hast. Ja, Sekunde. Ich ruf ihn an. So. Denk dran, du hast Hellmann. Das ist ein fettes Ass im Ärmel. Versuch, jo, was damit zu erspielen. Takemura hat mir das Leben gerettet. Schon vergessen? Was für ihn von Vorteil war. Reine Eigennützigkeit. Ja. Du kümmerst ihn einen Scheiß. Takemura, gute Nachrichten. Ich hab Hellmann. Lebend? Was hat er gesagt? Natürlich lebend. War nicht gerade sonderlich gesprächig. Ich bringe ihn ins Sunset Hotel. Ich bin unterwegs. Halt ihn dort, bis ich eintreffe. Verstanden. Bis dann. So, guten Tag. Du schlapper Appa. Bring ihn besser irgendwo hin, wo ihr in Ruhe reden könnt. Ja. So. Glaubt, deine neuen Schuppers sind da. Das ist er. Bring ihn raus. Wirf ihn aufs Motorrad. Nicht bewegen, okay? Die Kavallerie ist da. Mitch hat ein paar Aldicaldos gerufen. Alles sicher. Uns hat niemand auf der Straße gesehen. Aber wir sollten trotzdem verschwinden. So. Was hast du mit ihm vor? Ich muss mir ein paar Fragen stellen. Wichtige Fragen stellen. Dann hoffe ich, dass du ein paar wichtige Antworten kriegst. So. Hier ist alles erledigt. Alles sicher. Hab gehört. Mitch verdankt ja sein Leben. Wie und Panam. Die beiden haben meinen Arsch zusammengerettet. Ja. Ich hoffe, er war es wert. Saul, ich habe versucht, Scorpion zu warnen, aber er... Vielleicht kann ich irgendwie helfen? Ich glaube, du hast genug getan. Ich wollte ihn aufhalten. Na klar, dreh dich einfach um und scheiß auf alles. Darum bist du ja der Beste, nicht wahr? Hör zu. Das war wirklich nicht Panams Schuld. Pass auf. Du und ich, wir sind keine Freunde. Außerdem hat ja noch nie jemand irgendwen beschuldigt. Ja, klar. Panam hat mir nur geholfen. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre der AV nicht abgestürzt. Und Scorpion und seine Leute wären nicht hingefahren. Das ist die Wahrheit, Saul. Ein alter Kaldo ist immer für sich und seine Leute verantwortlich. Die Umstände ändern absolut nichts daran. Vielleicht sollte Panam sich fragen, ob sie noch ein alter Kaldo ist. Was ist das so für ein Arschloch? Scheiße, verdammt. Mach dir keine Sorgen wegen Saul. Der kriegt sich schon wieder ein. Ist mir sowas von egal. Du bist ihm aber nicht egal, Panam. Als er gehört hat, was passiert ist, hat er uns befohlen, euch zu folgen. Er hat
sich Sorgen gemacht, dass dir was passiert. Er hat das... Hör zu, vielleicht versteht ihr euch gerade. Aber du gehörst zur Familie. Du gehörst zur Familie. Ich frag mich halt, ob ich echt noch zur Familie gehöre. Mhm. Das weißt du genau. Komm zurück zu uns. Versteh schon. Oh. Tut mir leid, das eben. Manchmal wird's bei uns ein bisschen überdramatisch. Aber ich klär das schon. Und du pass auf dich auf, okay? Jo, ich pass auf mich auf. Mhm. Saul, Mitch. Sie behandeln dich wie ein Mitglied der Familie. Na. Gib ihnen doch noch eine Chance. So einfach ist das nicht. Ist es in keiner Familie. Ich hab deine Minute. Hauen wir ab. Ich verzieh mich auch. Pass auf Scorpions Motorrad auf. Ist jetzt deins. Oh, okay. So. Du wolltest ja mitfahren, ne? So. Guten Tag. Wir müssen uns mal unterhalten. So. Mann, ist das ein Scheißhaus hier. So, werden wir jetzt mal gucken, ob wir was anderes haben. Nettes Cappy. Ah. Also neue Sonnenbrille. Ja, dann haben wir doch mal eine andere Hose noch. So, was haben wir hier? So, noch irgendwas? Also zwei verfügbare Vorteilspunkte. So. So, was hast du denn? Schießen, nachladen, wiederholen. So, 20% mehr Schaden bei Leuten, die sich in Bewegung befinden. Oh. So. Neuer Matt hier im Büro. In unserem Büro. So. Ah, guten Tag. So, setzen wir uns mal hin. Hey, Arschloch. Wo bin ich? Was ist das hier? So. Ich will über deine kleine Erfindung reden. Den Biochip für Arasaka. Na gut. Ja. Aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Nö. Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt, dann können wir reden. Ich habe ein Problem und du wirst mir helfen. Niemand hat mich geschickt. Ich habe ein Problem und du wirst mir damit helfen. Und was hat das mit dem Biochip zu tun? Deine Tech versucht mich umzubringen. Ich bin ziemlich sicher, dass sie das nicht tun sollte. Wenn du was reklamieren willst, brauche ich mehr Details. Ich habe Johnny Silverhands Konstrukt in meinem Kopf. Und da will ich es nicht haben. Silverhand? Konstrukt? Das ist unmöglich. Wo hast du diesen Biochip her? Lange Geschichte. Wenn Arasaka mich findet, bin ich tot. Du bist das schon. Es gibt also keinen Grund zur Eile. Und ich bin interessiert. Wirklich. Ich habe ihn Yorinobu Arasaka gestohlen. War ein Job, aber die Klientin hat mich hängen und lassen. Und du dachtest, der beste Aufbewahrungsort wäre dein eigener gottverdammter Kopf? Ehrlich gesagt, war die Idee nicht schlecht. Das Konstrukt hat mich rebootet, als sich mein Kopf eine Kugel eingefangen hat. Ich wusste, Yorinobus Plan würde schieflaufen. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. So hast du erst nicht vorgestellt, okay. Arasakas Premium-Tech hat echt die Straße erreicht. Oh. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen. So einfach ist das nicht. Komm schon, du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue Experiment.